Heißt das, Dad wird für immer schwul bleiben? Das ist gut möglich. Wir müssen uns alle daran gewöhnen und versuchen, euren Vater so zu akzeptieren, wie er ist. Oh, toller Plan, Lois. Ein ganz irrer Vorschlag. Lest mal die Bibel. Drittes Buch Mose, 18,22. Du ziehst Bibelverse für einen Vorteil heran, obwohl du nicht mal lesen kannst? Willkommen in Amerika, Brian. Hallöchen, meine Lieben. Das ist Scott. Oh, wer ist Scott? Mein Seelenfreund, Lois. Ich bin cool, ich bin schwul und bald bin ich weg, denn ich verlasse dich. Was? Tut mir leid, Lois. Ich kann einfach nicht mehr länger leugnen, wer ich bin. Ich bin Peter Griffin, homosexuell. Und so werde ich mein Leben ab jetzt leben. Chris, du bist jetzt der Mann hier im Haus. Erinnere dich an das, was du von mir gelernt hast und führe diesen Haushalt so gut du kannst. Das werde ich, Dad!